Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. In der Erde wird es alle 100 Meter 3 Grad wärmer. Und wenn wir also ungefähr 3 Kilometer uns nach unten bewegen mit einer Bohrung, dann können wir da, wenn wir Glück haben, 100 Grad heißes Wasser finden. Und wenn wir dieses Wasser nach oben bringen, dann können wir doch da im Prinzip ein Geothermiekraftwerk mit betreiben. Allerdings, wenn wir mal genau in die Leistungsformel eines Geothermiekraftwerks reingucken, dann sehen wir, dass nicht allein die Temperatur des geförderten Wassers entscheidend ist für die Leistung des Kraftwerkes, sondern die Temperatur, die wir dem Wasser entziehen können im Kraftwerk. Wenn wir also heißes Wasser mit 100 Grad nach oben bringen und das Wasser auf 70 Grad abkühlen, haben wir also nur 30 Grad Temperaturdifferenz, die im Kraftwerk in Leistung umgesetzt werden können. Und ebenfalls entscheidend ist der Volumenstrom, den wir durch die Geothermiebohrung nach oben bringen. Wir brauchen also viel heißes Wasser in einem Geothermiekraftwerk, was wir möglichst weit abkühlen, damit das Kraftwerk eine große Leistung bringt. Und hier ist ein Problem. Wenn wir sehr viel Wasser im Kreislauf pumpen und dieses Wasser obertägig sehr stark abkühlen, dann haben wir also unten am unteren Ende der Bohrung viel kaltes Wasser, was da unten ankommt und wieder aufgewärmt werden muss. Und dieses viele kalte Wasser, was unten in das Gestein geleitet wird, führt dazu, dass sich das Gestein abkühlt. Und wenn sich das Gestein unten am Ende der Bohrung abkühlt, kommt nicht mehr genug heißes Wasser nach oben. Ein Geothermiekraftwerk funktioniert also nur dann, wenn unterirdisch immer genug Wärmeenergie durch das Gestein nachströmen kann. Und das ist wiederum auch ein Problem, denn Gestein hat eine ziemlich schlechte Wärmeleitfähigkeit. Wir haben das mal hier in einem kleinen Versuch nachempfunden. Wir haben einen Metallkern und einen Steinkern genommen. Die Kerze unten erhitzt das Gestein und wir sehen ganz deutlich, wenn wir den Versuch im Zeitraffer angucken, dass Metall die Wärme viel schneller leitet als das Gestein, bei dem die Kerze, die da oben aufgesteckt ist, viel, viel später umkippt. Tja, was bedeutet das für ein Geothermiekraftwerk? Das bedeutet, dass wir das kalte Wasser, was vom Kraftwerk wieder runter in die Erde geleitet wird, nicht direkt neben der Förderbohrung nach unten ins Gestein führen, sondern wir müssen das kalte Wasser in einem möglichst großen Abstand in die Erde zurückführen. Je mehr Leistung das übertägige Kraftwerk erbringen soll, desto größer der erforderliche Abstand zwischen Förderbohrung und Injektionsbohrung unter Tage. Das sehen wir hier sehr deutlich auf diesem Bild. Allerdings muss der Untergrund auch erlauben, dass das Wasser von der Reinjektionsbohrung wieder zurück zur Förderbohrung fließen kann. Und solche Fließwege sind in mehreren Kilometern Tiefe durchaus nicht üblich. Die Bayern haben da einen großen Vorteil. Im Raum München haben wir in der passenden Tiefe von ungefähr 3 Kilometern die sogenannte Molasse, die das Wasser sehr gut leitet. Und weil in Bayern die Bedingungen für so Geothermie eben optimal sind, finden wir im Raum München auch sehr viele Geothermiekraftwerke. In den meisten anderen Teilen Deutschlands sieht das ganz anders aus. Da haben wir in 3 Kilometern Tiefe Hardrock, harten Felsen, und der lässt Wasser nicht ohne weiteres durch. Wir könnten natürlich das Gestein frecken, aber wir wissen alle, Fracking ist in Deutschland völlig inakzeptabel. Die Bevölkerung ist schlicht dagegen und deswegen ist Fracking bei uns momentan komplett verboten. Die einzige Möglichkeit, zum Beispiel bei uns im Freistaat Sachsen Geothermie zu betreiben, Tiefengeothermie, besteht darin, natürliche Kluftsysteme zu nutzen und zu sehen, ob man das Wasser nicht durch natürliche Ritzen und Klüfte im Felsen leiten kann. Wir haben dazu auch schon ein paar Stellen gefunden, wo die Geologie passen könnte. Aber ob es funktioniert oder nicht, kann nur eine Forschungsbohrung klären. Wir sind intensiv dabei, Gelder für so eine Forschungsbohrung genehmigt zu bekommen und hoffen, dass uns das noch in den nächsten Jahren gelingt. Wer genau wissen will, was wir da vorhaben, der kommt in unsere Vorlesung Geothermische Reservoirerkundung hier bei uns in Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!